Hallo Leute, ich bin Arnold und willkommen zu einer weiteren Folge von Maps of Material. Also Map of Material. Ich stehe vor einer Höhle, ich muss mal gucken, wo das genau ist. Hier. Also es wird sogar angezeichnet, glaube ich, auf der Map hier. Die Höhle. Da war ich drin. Ich habe es sogar geschafft, Level 8 zu werden. Da sind Gegner, zum Beispiel Fliegende. Ich glaube, bis jetzt habe ich keine fliegenden Gegner gefunden. Auf jeden Fall, da sind Gegner, die noch ziemlich stark sind. Also für uns. Jetzt will ich natürlich zum Beispiel mal unsere Rüstung mal verbessern. Ich bin jetzt Level 8. Wie gesagt, ich habe es geschafft zu leveln. Und dann werde ich nochmal dahin gehen, wo dieser Riesen sind. Ich mache mir immer noch Sorgen um eine Sache. Und zwar, Leute, ich mache mir Sorgen um mein Essen. Ja, ich habe Angst, dass das nicht ausreicht. So, wir haben jetzt unsere Rüstung gekraftet. Apropos Rüstung, geht's normal? Ja, da brauchen wir Iron und Level 10. Und Leder. Okay, das wird sogar nochmal funktionieren. Und ich glaube, da schauen wir uns mal um, damit wir auch Level 10 erreichen. So, ich mache mir Sorgen, echt Sorgen um das Essen. So, was machen wir jetzt? Wie gesagt, ich würde gerne erstmal die Rüstung ansehen, also Armor 45. Schon mal besser. Ist nicht mehr Leder, sondern aus Eisen. Jetzt gehen wir zum dem Riesen wieder. Wir haben ihn schließlich geschafft. Ich weiß nicht, ob wir es diesmal auch schaffen. Dann, Mike, du hast wegen dem Emil mich gefragt. Wenn du Fragen hast, kannst du in Kommentaren mich was fragen, weil ich nicht mit der Emil arbeite. Das heißt, ich habe zwei Emils, aber ich schreibe keinen Emils oder ja, ich arbeite halt nicht damit. Oder Steam. Ja. Also da, wo man den Spiel holt. Ne? Also, das meine ich. Dort können wir uns mal einschreiben. Ich kann dir dann mein Steam geben. Dort können wir einschreiben. Ansonsten, wie gesagt, ich arbeite nicht mit Emils. Also was heißt arbeiten? Ich schreibe keine Emils. Ich, ja, du weißt schon. So, jetzt gucken wir mal. So, da muss ich hin. Also jetzt ein bisschen links. Jetzt bin ich gespannt. Also ich bin gespannt, ob wir den zweiten schaffen. Das, ich muss sagen, das hat schon bei dem ersten war ziemlich hart. Mit dem ersten, aber wir haben ihn klein gekriegt. Ich habe hier was gefunden. Ja, Kupfer, her damit, immer her damit. Schmal den Schwert. So, jetzt, wo ist eigentlich der Eingang? Was war das hier? Da habe ich aber den zweiten schon gehört, deswegen, Leute, werde ich erstmal vorsichtig. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Aber was soll's. Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube nicht, weil ich gehe zu Orks.
Da ist der Weg. Ja, so gehe ich zu Orks. Den anderen Weg muss ich. Okay. Ich mache Sorgen, wie gesagt, das Essen. Also Nahrung. Das macht mir sehr viel Sorgen. Wenn ich sehe hier keine weitere Möglichkeit, Fleisch zu braten oder zu machen. Überhaupt, Leute, wenn ich so überlege, also auch, ja, das ist auch keine Kritik oder so. Naja, man muss auch Kritik aushalten, aber ich meine, das ist keine. Wenn ich so überlege, in diesem Spiel gibt es eigentlich kaum Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad liegt darin, dass man hier nicht trainieren kann. Also leveln. Man kann hier tausende Bäume fällen und so weiter, aber hier gibt es nie so Gegner in Überfluss. Und das ist neu bei einem Spiel. Und dadurch steigt auch der Schwierigkeitsgrad. Ja. Also das ist ziemlich klug, muss ich sagen. Also, da musst du wirklich überlegen, wie du vorgehst, wo du die nächsten Gegner findest, die du auch besiegen kannst mit deinem jetzigen Level, mit deinem jetzigen Zustand. Hallo? Warte mal. Ich muss nur gucken, ob ich irgendwo hochkomme. Ja, hier schon. Aber nur wenn er mich nicht sieht. Machen wir auf 4. Aua! Aua! Hab doch gesagt, ich werde sowas von sterben. Ich kann allerdings. Also. Die Möglichkeit besteht, ihn zu besiegen. Ich muss nur. Was heißt nur? Ich muss nur da hochklettern können. An dem umgestürzten Baum. Und dann mit dem Pfeilen den besiegen. Ja. Kann ich irgendwie. Ich glaube nicht, ne? Ich wollte sagen, kann ich eigentlich mich irgendwie so pirschen? Warte. Der kommt her. Verstecken. Ich will an dem Baum dahin und dann von hier aus dem dann killen. Der wird zwar Steine schmeißen, aber wir können ausweichen. Ja, du kriegst gleich jetzt eine Waffe. Hier. Nicht gleich Bein. Ich muss irgendwie schnell. Nein, ich krieg das nicht hin. Oh Mann, wie soll ich da an dem Baum vorbei? Der springt nicht mal so hoch. Das Problem ist, dass er da. Also zu wenig Platz hat. Also der geht nicht weiter, sagen wir so. Wegrennen bringt nichts, das ist einfach zu weiter weg. Das heißt, ich werde so viel Wasser verbrauchen. Also das gleiche zu machen wie mit dem ersten, das wird nichts bringen. Das ist schon mal sicher. Auf dem Baum klettern.
geht auch nicht. Moment, ich will mal gucken. Der Tri heißt nichts. Okay. Jetzt ist die Frage. Frage über Fragen über Fragen. Licht aus. Was essen? Achso, ja, okay. Problem ist, kriege ich das hin? Ich glaube nicht. Aber wir können wieder in der Höhle rein, noch hier irgendwas ausrichten. Ich kann zwar denn mit dem Bogen schießen, aber ich muss gleichzeitig schießen und gleichzeitig wegrennen. Nee, der wird uns sehen. Jawohl, hehe, wir haben es geschafft. Jetzt mal gucken. Jetzt oder nie, Leute. Ich werde ihn von hier aus jetzt killen. Wobei hier ist eigentlich Sackgasse, hier geht es nicht weiter. Der Wasser und Fleisch haben wir ja. Hehe. Ja, man muss sich eigentlich helfen können. Also entweder sieht er mich von hier aus nicht, deswegen kann er ja auch nicht schießen. Oder ja, mit den Steinen. Meine ich jetzt. Aber wenn das Gold ist, dann ist auch gut. Weil ich glaube, wir können auch jetzt einen neuen Bogen oder einen neuen Schwert. Also Bogen auf keinen Fall, aber einen neuen Schwert bekommen. Ja. Wir warten. Jetzt kriege ich dich mal. Jetzt kriege ich die Sau. Ich kriege ihn. Ich muss jetzt was essen. Oh ja. Ausreicht. Auch wassermäßig. Ich weiß, dass es bei dir. Aber der macht euch mit zwei Schlägen klein. Hehe. Ich kriege ihn, Leute, ich kriege ihn. Ich habe gedacht, es wird schwer. Ja, das einzige Schwierigkeit liegt daran, hier hochzukommen. Und das habe ich geschafft. Muss ich nur noch ihn killen. Das Geilste ist, der ist irgendwie, also der kommt nicht raus, um an mich Steine zu werfen, sonst hätte ich hier ziemlich wenig Platz, muss ich sagen. Also ich bleibe mal hier an der Stelle.
Sonst kann passieren, dass zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo bewege und der mich dann sieht, dann schmeißt er den Stein an mich. Das wollen wir doch nicht. Deswegen bleibe ich mal an der Stelle. Okay, Pfeile habe ich. So. Ich will diesen hier. Kopfschuss. Wie viel HP hat er eigentlich noch? Es wäre cool, wenn er die Hälfte hatte. Hat. Hier ist wie gesagt, außer es geht da hinten weiter. Aber ich glaube nicht, hier ist eine Sackgasse. Aber mir geht es darum, den hier zu haben. In dem Holz vielleicht. Oh, weniger als die Hälfte. Alles gut. Knallt's nochmal. Ich habe, glaube ich, aber die Punkte nicht verteilt absichtlich, weil ich behalte die Punkte mal, um dann die zu verteilen, wenn wir an die Waffen oder so brauchen oder Rüstung. So. Komm mal raus, du kleiner Feigling. Okay, klein ist er nicht, Leute. Und feige vielleicht auch nicht, nur das Problem ist, der sieht mich ja nicht. Komm mal raus. Ja, es tut mir leid, dass es nicht so viel Action gibt, aber mir geht's darum, ihn zu besiegen. So, haben wir jetzt voll. Mir geht's darum, ihn auch zu besiegen. Ja? Mann, 170 wäre echt geil. Mich konzentrieren, Leute. Concentration. Aber der ist leichter als der erste, muss ich sagen. Also wenn man hier hochkommt. Wenn man weiß wie und wenn man Glück hat und hier hochkommt, so wie ich jetzt. Wie gesagt, weil der Schwierigkeitsgrad besteht daran, überhaupt den Gegner zu finden. Ja, um zu leveln. Wir machen diesen Riesen klein. Ich glaube, das ist schon ein bisschen cheaten, ne? Oder wurde das so vom Spiel gewollt, Mike? Also, dass die Spieler das auch nutzen. Ich glaub schon, ne? Wir haben den riesen Golem besiegt. Also, Steingolem leicht gemacht. Tipp von Lone Wolf. So, es geht doch weiter, ne? Okay. So. Ich weiß nicht, ob das normales Holz ist oder das, was wir eigentlich brauchen. Aber ich nehme das. Ist das Gold? Eisen. Nehme ich trotzdem mit. Wir brauchen 55 Eisen, Mann. Ja, Steine. Ist das eigentlich Steingolem? Ich kann dem... Okay.
Stein machen? Ruhe. Oh. Da habe ich jetzt nicht dem klein gemacht, sondern dem anderen. Okay, es hat gesaved. Pilze. Ich will nicht dahin. Oh. Winter. Ist das geil. Wir sind im Winterbio. Warte mal. Okay. Winterbiom. Cool. Wie sind sie überhaupt? So, hier. Hier ist auch ein Wasser und irgendwann eine Höhle und hier ist Eisen. Also, Leute. On the beach it was more pleasant. Pleasant. Okay. Irgendwas ist more. Also, viel. Will ich nicht wissen. Sind das das Holz, was wir brauchen, um den Katapult zu machen? Oder ist das normale Holz? Warte. Mal ein Schwert zucken. So Leute, wir sind eigentlich in Windermere. Boah. Cool. Gefällt mir. Aber wo sind die Gegner? Da, es gibt Fleisch. Wölfi. Komm zu Papa. Komm zum Hornwolf. Doch von wegen. Die machen mich ja ganz schön platt. Na, wartet. Dafür ist. Ich hoffe, jetzt hat sich gespeichert. Wieso ja? Und die so, gleich warte. Ja, war wohl viel zu selbstsicher, ne? Warte mal, jetzt werden wir mal mit dem Bogen arbeiten. Habe ich jetzt. Ich hoffe. Beach, it was more pleasant. Das Holz weiß ich nicht, ob ich das sammeln soll jetzt. Also sind aber auch neue Gegner. Das finde ich so geil. Mike, super gemacht, muss ich sagen. Also alle Biome plus diesen Hasen. Ja. Ich werde dann mal so frei, ne? Na komm schon. Ja, guck mal. Pfeil. In den Schädel. Hinein in den Schädel. Oder? Ich bin der Hasenjäger. Okay. Gut. Wo sind die Wölfe? Da sind sie. Na warte, ich hab da eine Idee. Hier hoch, da hoch. Nein, nicht runterrutschen. Ich weiß, dass das Winter ist und eisig und so, aber hast du keine Winterreifen? Ja. Yeah. Jetzt ist die Frage, ob ich mich nicht zu früh freue. Ja. Das tue ich. Verdammt. Verdammt, nein. Eieiei. Oh, meine Fresse. Die Wölfe sind ja hammerhart. Ich werde aber nicht ruhen, bis ich sie kille. Also irgendwas muss ich ja tun. Oder sind sie wirklich noch zu stark? Aber dann weiß ich auch nicht. Also in die Hölle gehe ich noch nicht. In diesem Gefängnis da. Da gehe ich einfach noch nicht hin. Ich glaube, Leute, dann bleibt uns nur noch
eine Sache. Ich werde Schluss machen und in den nächsten Folge machen wir uns den Winterbiom an den Winterbiom ran. On the beach it was more pleasant. Pleasant. Also irgendwo an der Beach, also irgendwo ist noch mehr pleasant, was auch immer das sein soll. Also noch mehr etwas. So, ich würde mal. Hasi, alle Hasen müssen sterben. Ich sage sterben. Warte, Rabbit, warte. Ich sag, sterben musst du. So, warte. So geht's. Leichter. Ja, von wegen. Wo bist du? So, geht doch. Nimm dein Fleisch. So, weil ich noch rein. Gut. Ich weiß es nicht. Die Wölfe sind echt Hammer. Da ist einer, oder? Ja, da ist der eine. Vielleicht kriege ich ihn sogar. Also wenn ich jetzt ihn nicht kriege, Leute. Komm her, du Sau. Ja, von wegen einer. Wo war der zweite jetzt versteckt? Okay, Leute. Also auf jeden Fall, ich gehe mal zurück. Ja? Ich gehe mal zurück. Nachdem ich die Hasen erledigt habe. Dann habe ich wieder was zum Essen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf, haut rein. Ciao.